Also von daher, wir sind zwar auch nicht gerade gut momentan, aber so was kriegen wir schon noch hin. So, ja. Dann Freitagsmatch, das war echt kurz. Das war wirklich echt kurz. Aber, ne, kurze Folgen sind momentan auch gar nicht so schlecht für uns. Gut zu rendern. Wir haben halt ein bisschen über die Graphen gezeigt. Ja, wir konnten jetzt nicht von den Leuten sehen. Leider ein sehr kurzes Match. Aber wir haben ja ein lustiges Intro gehabt. Ich glaube, die Folge ist 11 Minuten lang oder so. Weniger. Ja. Na, ich würde sagen, mit Intro ist sie 11 lang oder 10. Auf jeden Fall zweistellig. Ja, ja. Ein Silberzergling und ein Zergmädchen-Zufallspieler. Mit unserer heißgeliebten Lieblingskarte, ne? Du und Yoshi mögt die nicht. Ich mag die. Auf der haben wir die beste 2-2-Statistik. Zumindest ich. Ich habe da die meisten Siege auf der Map. Ich gewinne 60-70% meiner Matches auf der Karte. Auf keiner anderen läuft so gut wie auf der. Ich mag die Karte gar nicht. Ich auch nicht, aber ich spiele auf der ganz gut. Ich weiß es gar nicht. Ich habe schon lange nicht mehr nachgeguckt, wie denn bei mir so die Statistik ist. Aber ich spiele halt eben auch nicht so aktiv, deswegen. Meine Teamstatistik im Terra ist weiterhin Glanz und Glorie. Ich habe viel mehr Siege wie Niederlagen als Terra. Und da ist es durchgeladen. Und ich bin Terra. Yippie. GG HF. Ja, ich mag alle Rassen. Ich bin halt am besten als Terra. Zerg und Protoss kann ich inzwischen wieder gleich gut. Nicht genügend. BBF bereit. Ach. Man kann übrigens, wenn jemand Shift gedrückt hält, direkt auf alle drücken, anstatt auf Gruppe. Weiß. Richtig angenehm. Ich werde frühe Rächer spielen und versuchen, die ganze Echo wegzupusten. Okay. Das war mein Handgelenk. Aua. Glaube ich auch, dass das wehgetan hat. Komm, Wackerchen. Der 11. kann dann schon mal scouten, wo die sind. Du gehst nach rechts, okay, dann gehe ich nach oben mit dem 11. Worker. Ich gehe nach links. Ja, meine ich ja. Hat eben so noch überlegt, rechts, links, wie war das denn nochmal? Ja, ich weiß, dass ich weitere Depots benötige. Du Blitzmerker. Die schon mal nennen. Arbeite mal nach unten. Ich direkt. So. Und los geht's. Ich brauche Gas direkt. Und ich habe sie schon gefunden. Sauber. Und das erste, was er baut, ist eine Forge. Das heißt, er will Tower an der Arsch. Oder sich selbst verteidigen. Auf jeden Fall eins von beiden wird er machen. Da kommt er schon. Wenn er nicht sogar towern will. Ja. Ja. Wo ist der hin? Vorne vor die Base. Der will da einen Pylon setzen, der Arsch. Ja, da ist er. Da ist der Pylon. Ja, ich weiß. Ich mach den Worker kaputt. Immer jetzt versuche ich es. Komm schon, du zwei Zerklinge. Nein! Jetzt, die Zerklinge auf die Kanone. Die Zerklinge auf die Kanone. Auf die Kanone. Die überlebt das nicht. Oder direkt drauf gehst. Siehst du? Okay. Jetzt kommt mein Rächer-Play. Der kommt hier zu uns, ich komme zu dem. Ich habe Satellitenzentrale dafür was verpennt. Da kommt Zerklinge, das war auch klar. Die gehen auf einen frühen Push. Ja, du musst auch bedenken, dass du pumpen musst wahrscheinlich, weil da wird wohl viel kommen. Ach Gott. Jetzt kommen bei mir Zerklinge an, das geht halt nicht. Ja, eigentlich geht das schon anders, aber hinten ist auch noch ein Eingang, ne? Ja, ich weiß. Wobei, geh danach dahin. Ich warte noch auf zwei Rächer. Mach hier einen Effekt. Sauber. Ich habe gar keine Tasten. Ja, reg dich nicht auf, ist doch alles gut gelaufen. Nee, ich bin über mich selbst am Aufregen, dass ich hier so ein bisschen in Sachen verpenne. Dass ich keine Worker habe und so weiter und so fort. Komm schon,
5 Minuten ist ein bisschen langsam für ein paar Rächer. Ich brauche ein bisschen schneller. Ich gehe Bio-Medi weg, lass dich wieder ran an die Sache. Okay. Du bist draußen. Nicht genügend Mineralien. Komm, ich brauche 2 Rächer jetzt. Danke und go. Sicher doch. In Ordnung. Los. Schlechte Neuigkeiten? Na, deine Zerklinge sind meinem Gebäude hier unten im Weg. Ich hab sie weggeschickt. Lol, ihr dummen Viecher. Das ist alles. Ja, und hinten hat er keine Tower. Jetzt habe ich erst mein Zeug da oben verloren. Ja, ich das nicht bekommen. Hab ein bisschen gepennt, hol mir aber jetzt auch die Echse. Da unten. Ja, die haben nicht sonderlich viel. Stimpack. Ich habe halt schon ein bisschen Schaden gemacht, kann man sagen. Nicht viel, aber ein bisschen. Zumindest rumgegangen. Ja, ich habe mein Gezeugs im Hintergrund ein kleines bisschen vernachlässigt. Widow Mines kommen dazu. Okay. Doppelmedi weg. Ja, ich weiß, dass ich die Post brauche. Weiß ich selbst. Benötige Weiterbeitung fertiggestellt. Aber ja, die haben Schaben und so ein Quatsch. Das sind meine Widow-Mines. Können wir sie aufsammeln? Retten wir ein paar Leben? Es kann losgehen. Verstanden. Warten! Ich bin schon unterwegs. Lassen wir es krachen. Aufpassen. Die machen nur er. Da kommt nur er. Da kommen ganz viele Voids. Du solltest aufhören, das zu machen, was du da machst. Ich bin schon an Hydras dran bauen. Ich habe schon überhaupt gar keine Zerklinge mehr gemacht. Okay, das ist gut. Deswegen habe ich auch Überschuss an Mineralien gerade. Ich habe mir schon gedacht, dass da, wenn der als erstes Schmiede baut, dass dann Voids kommen. Ja. Und ich habe ein Problem dann mit Zerklingen und Schaben. Ja, das stimmt. Also, ich habe schon mitgedacht, so ist das nicht. Nicht genügend. Hatte nur gerade ein kleines Overload-Problem mal wieder. Kenn ich. Ich habe oben überall Anti-Air-Tower gestellt für mich. Das ist eine gute Idee. 4 Medivacs und Waffen-Upgrades und Stimpacks sind draußen. Also ja, ich werde jetzt noch Ghosts bauen. Ja, ich baue auch Ghosts. Ihr kennt mich. In letzter Zeit habe ich das nicht so häufig gehabt. Aber ich brauche jetzt welche. Ich bin gleich auf die extrem angewiesen. Ohne die sehe ich nämlich gleich ein bisschen alt aus. Auch jetzt Worker.
Ja. Aha. Und nicht hier? Hier kann ich nicht bauen. Nur zu. Dahin. Ach, das ist Diana. Gut, ich hatte gerade irgendwie. Was denn? Da war ein Worker. Irgendwas war da, aber keiner. Du hast. Ich weiß nicht, ob das deiner war. Da ist ein Zergling gekommen. Ja, das war meiner, der da oben stand. Ja. Ne, sind alles meine. Ich brauch Ghosts. So, Upgrades. Benötige weitere Depots. Upgrade nicht genügend Mineralien. Komm, noch eins. Verstanden. Danke. Ghost zur Stelle. Das ist sehr wenig, was die haben. Ich hab viel, viel mehr. Ich hab 40. Viecher, du hast Anti-Air, ich hab Anti-Air, ich hab sogar Ghost. Ja, ich versuch grad noch ein paar Hydras zu machen. Also nur so ein kleines Overload-Problem mal wieder. Patzen. Verdrückt, dein Overload stand wie nicht gerade meinem Arbeiter am Weg, der steht nämlich direkt vor meiner Base. Nein. Unten der. Ach die. Ach. Ich habe mich einmal verdrückt, das war purer Zufall gerade. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hast du gemacht, ach so. Hatte Firmlinger. Ja. Ich pump gerade schon die Zweierwaffen-Upgrades bei mir. Hydras! Upgrades wären cool. Ich mach Upgrades. Ich pump gerade Ghosts. Ich brauch mehr. Ich brauch noch eine Echse. Ach verdammt, da wollte ich hin. Egal. Forschung abgeschlossen. Jetzt nehme ich nochmal Echsen. Ich hab 60. Ich weiß nicht, wie viele Hydras genug Hydras, würde ich mal sagen. Ja, wir gehen gleich los. Würde ich direkt mal sagen. Ich hab 100er Supply. Bin gerade am Nachsetzen, hab nicht so viel auf Supply gesetzt. Brauch mehr Ghosts. Was macht? Ach, du schiebst deine Einheiten nach vorne, ne? Ja, weil die brauchen ein bisschen länger, bis sie da durchkommen. Ja, ich pack meine auch durch. Oh, deswegen das ist... Sehr lustig, wie das aussieht. So, noch ein paar Hydras. Meine Upgrade schon durch, jawohl. Habe ich schon wieder kein Gas. Komm schon. Ach, geht doch. Da kommt schon. Da kommen Zerklinge. Da kommt der ganz andere Rest. Ich sehe es. Ich bin gerade am runterlaufen. Er hat keine Upgrades. Ja, ich seh's. Ich hab schon EMPs reingeschmissen, die Sachen die... von denen. Down! Ja, dann zu deiner. Geh du zurück! Basis wird angegriffen. Ja, wir gehen zurück, retten meine Base und greifen dann an, würde ich sagen, wa? Ich schieb noch ein paar Hydras hinterher. Schlechte Neuigkeiten? Heb doch deine Dingensgedöns an, oder? Nee, lass. So, alles weg. Die Ghosts haben richtig viel Schaden gemacht. Ich brauch die Dreierwaffen-Upgrades, Jungs und Mädels, hopp. Ich hab schon die Zweier durch, ich mach jetzt die Dreier schon. Okay, wollen wir? Das war nämlich sehr wenig, was sie haben, außerdem habe ich vier Ghosts dabei. Ja. Ja. Ja, geht da runter. Ich hab zwei Minerals.
Im Überfluss, aber kein Gas, weißt du? Ich hab jetzt nur Hydras dabei. Die haben aber keine Upgrades, die Sachen. Von denen. Hups, wir gehen falsch hier runter. Außerdem habe ich ganz viele Medivacs, wie du siehst, dabei. Und ich pump nochmal zwei raus. Ja, mein Mineralienfeld ist erschöpft. Habe ich mir gedacht. Kommst du? Ich bin schon weiter vorne mit meinen Einheiten. Ja, bin unterwegs. Die ganze Echoline umgepustet gerade. Jetzt nichts, das sind glaube ich Bandinger, oder? Ja, die kommen aber jetzt erst. Er ist trotzdem böse für dich. Die sind auch schon tot und ich habe ganz, ganz viel behalten. Ja, dann rein da. Bin schon drauf und dran. Na, von hinten die. Ich habe nichts gesagt. GG, well played. Hinten sind Unsichtbare bei mir in der Base. Kannst du da mal hingehen? Ich werde da hinten auseinandergenommen. Sag Bescheid, wenn du da bist, dann scanne ich. Ich hab Hydras hier. Go. Danke. Und weiter nach vorne. Und da war's das. Och ja, boah, hast du viele Minerals gehabt. Ich habe meine ganzen Sachen verbraucht für die Dreier-Upgrades. Ja, bei mir war das gerade in der Mache. Ich konnte nichts machen. Wir beide mit 20.000 Punkten Abstand zu den anderen beiden Spielern. Ja. Yay, High Five. Ins Leere. Ja, unsere Punktübersicht spricht für sich. Einheiten, ja, wenn man nur Bio spielt wie ich, dann kriegt man nicht Einheitenpunkte. Hydras sind mehr. Ich weiß nicht, als Terra ist es voll schwer, Einheitenpunkte zu machen. Dann habe ich doch, wo ich nur Tor hatte und trotzdem keine Einheitenpunkte. Ja, genauso wie gestern im 4-4. Alter, wie wir beide APM geschmissen haben. 52 ich, 54 du. Das ist APM, die sinnvoll ist. Es gibt da nur sinnlose APM. Wir haben, ich habe schon, ja, egal. Ja. Schauen wir uns mal die beiden Leute an. Bronze im One-on-One. Das war ihr erstes Spiel im 2-on-2. Wir haben die direkt in Bronze gerankt. Die haben gegen uns gespielt fürs Ranking-System. Ah, okay. Die sind 0 Siege, eine Niederlage. Die haben von uns erstmal direkt die Bronze-Statistik bekommen. Und Zuhad ist sein Kumpel. Ja, der spielt 40 Siege, 37 Niederlagen im One-on-One gerade. In Silver League. Also genau unsere Kragenweite, die beiden Leute. Und dementsprechend, ja, war's das. Wir haben zwei schöne Siege eingefahren. Und das ist mal was Besonderes in der Woche. Und ja, wir verabschieden euch zum Wochenende und schaltet auch das nächste Mal wieder rein, wenn es wieder StarCraft 2 Heart of the Swarm, den Multiplayer im Arcade oder nicht im Arcade, mit mir, dem Nefkara. Und mit mir, der Maxima. Multiplayer, habe ich vergessen. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüssi.